Hallo liebe Hungrige, viele von euch erinnern sich sicherlich an die Szene aus Big Bang Theory, in der Sheldon Preah erklärt, dass in ein richtiges Chili keine Bohnen gehören und er hat recht, zumindest was Texas angeht. Und wir kochen heute ein Chili, so wie es Sheldon von zu Hause kennt. Wir brauchen dafür Rindfleisch, Gulasch bietet sich an, gehacktes vom Schwein, Chorizo, Tomatenmark und Pizzatomaten, etwas Essig, ich nehme Sherry-Essig, Balsamico geht aber auch, Wustersoße und Bier, hier gehen die Meinungen auseinander, entweder Pilsner oder ein dunkles Bier. Ich nehme Porter, das hat ja so eine leicht süßliche Note und passt meiner Meinung nach prima dazu. Wir brauchen außerdem an frischen Kräutern Estragon und Petersilie, notfalls könnt ihr auch getrocknete verwenden. Wir brauchen Zwiebel und Knoblauch, Chilischoten, frisch getrocknet, alternativ Chiliflocken. Wir brauchen etwas Zucker, Salz und Pfeffer, außerdem gemahlenen Kreuzkümmel, Oregano, etwas Zartbitterschokolade und dann noch eine Chili-Gewürzmischung. Und die kann man ganz einfach auch selbst zubereiten. Wie das geht, dazu gibt es ein Video von mir, auf das ich am Ende und in der Infobox verlinke. Wir beginnen mit einer ganzen Reihe von Vorbereitungsarbeiten, hacken die Zwiebel grob, die Kräuter fein, schneiden die Knoblauchzehe in kleine Stücke, ebenso die Chilischoten oder, wenn getrocknete verwendet werden, zerbröseln sie und zerbrechen die Schokolade grob. Nun müssen wir das Fleisch noch schneiden und zwar so in ca. 2 cm große Stücke. Und die Chorizo wird in Scheiben geschnitten. Nun geben wir etwas Butterschmalz in einen großen Topf, alternativ auch Öl, erhitzen es und geben nun die Fleischstücke mit in den Topf. Und diese werden jetzt unter ständigem Rühren in ca. 4 bis 5 Minuten scharf angebraten. Danach nehmen wir das Fleisch erstmal heraus, geben es auf einen Teller und stellen es zwischenzeitlich zur Seite. Geben nun auf den im Topf verbliebenen Sud das Hackfleisch, verteilen es ein bisschen, geben auch die geschnittenen Zwiebeln mit hinein und bräunen nun alles an, die Temperatur dabei ein bisschen zurücknehmen und immer mal umrühren dabei. Als nächstes kommen die Chorizo-Scheiben mit in den Topf, auch diese kurz mit anbraten. Nun kommt die Wustersoße mit dazu, so ungefähr einen reichlichen Esslöffel voll. Wir ergänzen mit dem gehackten Knoblauch und ebenso mit den frischen Kräutern, alles mal verrühren. Und nun wird mit dem Bier abgelöscht, wieder umrühren. Und jetzt kommt das angebratene Fleisch wieder mit in den Topf und anschließend alle weiteren Zutaten. Zuerst die Chilischoten, egal ob frisch oder getrocknet. Dann das Tomatenmark, gefolgt von den Pizzatomaten. Alles wieder einrühren. Und nun wird gewürzt mit dem Kumin, dem Zucker. Das Salz kommt mit hinein und eine ordentliche Portion Pfeffer, Oregano. Und nun die Chili-Gewürzmischung. Ich nehme also die selbst zubereitete, ungefähr 1,5 Esslöffel davon. Der Essig wird mit hineingegossen und auch die Schokolade kommt jetzt mit in den Topf. Nun alles bei mittlerer Hitze weiter wärmen und umrühren dabei, zumindest so lange, bis sich die Schokolade aufgelöst hat. Dann einen Deckel darauf geben, einen kleinen Spalt offen lassen und alles für 90 bis 100 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch immer mal umrühren. Deckel wieder drauf und fertig köcheln. Und nun kommt das große Paradoxon. Wir brauchen nämlich doch noch Bohnen, und zwar Pinto-Bohnen, die aber hierzulande als Wachtelbohnen verkauft werden. Alternativ gehen auch Kidneybohnen und wir brauchen ein bisschen Schinkenspeck. Dieser kommt gewürfelt in einen Topf, wird unter Rühren kurz ein bisschen angebraten. Dann kommen die Bohnen mit hinein, alles umrühren und erwärmen. Und wieso nun Bohnen? Diese kommen eben nämlich nicht ins Chili, aber werden dazu serviert. Und dann kann sich jeder, wenn er möchte, auch um gegebenenfalls die Schärfe des Chilis etwas zu reduzieren, so viel Bohnen wie er möchte in sein Chili rühren. Zum Chili kann natürlich auch Brot gereicht werden, am geeignetsten Knoblauch oder Maisbrot. Ich gebe es übrigens auch sehr gern mal als Soße über Spaghetti, schmeckt ausgezeichnet. Es ist wirklich ein richtig leckeres Chili, probiert es unbedingt mal aus. Sheldon hat da schon irgendwie recht. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und falls ihr nochmal schauen möchtet, wie das Chili-Gewürz ganz einfach selbst zubereitet werden kann oder vielleicht doch lieber eine Bacon-Lasagne essen möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.